Ich habe gerade gelesen, dass Horus in der Horus Heresy angeblich Kastrodes korrumpiert hat. Wie? Bevor es jetzt aber losgeht, muss ich nochmal auf eine Sache hinweisen. Wenn ihr richtig Lust habt, mit uns ein bisschen closer zu werden, also mit mir und Max ein bisschen zu schreiben, in eine tolle Community zu kommen, dann empfehle ich euch Steady. Kommt vorbei, für 3,50 im Monat seid ihr bereits an Bord. Werdet Teil der zweiten Legion. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich von unserem lieben Konrad direkt auf dem Discord. Und dort geht eine ganze Menge ab. Ich empfehle es euch jetzt nur, ob es Listenbau ist, Tabletop-Simulator, gemeinsames Zocken, gemeinsames Theoretisieren. Ist einfach eine tolle Stimmung auf dem Discord. Ich bin total froh, dass es die Community gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch bald bei uns begrüßen kann. In dem Sinne, Leute, rein ins Video. Die Kustodes sind die Leibwache des Herrn der Menschheit. Sie verhalten sich zu einem Space Marine, wie dieser sich zu einem Gardesoldaten verhält. In der alten Lore, zu Anfang der Horus Heresy, mag das noch nicht so gewesen sein und man beschrieb sie lediglich als Space Marine Ersatz, aber dies ist nun nicht mehr der Fall. Kustodes sind deutlich größer, ihre Ausrüstung besteht nicht aus Ceramid, sie besteht aus Auramid. Auramid ist eine großartige Substanz. Sie ist nicht nur unglaublich widerstandsfähig, nein, sie ist praktisch dafür gemacht, um das Immaterium zu benutzen oder durch es zu wirken. Dies ist ein kleiner Funfact, denn er gilt auch für die große Rüstung des Imperators, die natürlich auch aus Auramid besteht. Wir haben den Kustodes sogar schon eine eigene Folge gewidmet, also wenn euch mehr interessiert zu ihrer Struktur, ihrem Aufbau, ihrer Geschichte und allgemein allen nützlichen und auch vielleicht lustigen Facts über die Kustodes mit einer Prise historischem Wissen beigesteuert euch Max, dann schaut euch gerne mal vorbei, natürlich Link in der Videobeschreibung oder wenn ihr auf das i klickt. Nun aber zur großen Frage, wie gelang es Horus Lupercal, die Kustodes zu korrumpieren? Denn genau das ist bei der Siege of Terra passiert. Zuvor muss man wissen, dass beim Krieg im Netz der Tausend Tore der Dämon Drachnien, The End of Empires, der Beender der Imperien, eines der wohl wenigen Wesen, die in der Lage sind, den Imperator wirklich zu töten, sagte, er würden alle Sterne verglühen, bis einer der Kustodes von ihm besessen wird. Aber ist es nun möglich, dass die Kustodes ans Chaos fallen? Augenscheinlich geschieht nämlich genau das in der Siege of Terra. Rebuti Gullimans Flotte auf Terra zuhält und auch der Löwe sich langsam dem Sol-System wieder nähert, fasst der Imperator einen verzweifelten Plan. Die Schilde von Horus' Flaggschiff, der Geist der Rachsucht, sind heruntergefahren und es liegt augenscheinlich schutzlos da. Hinzu kommt, dass einer der Raumhäfen von den Whitescars zurückerobert wurde und sie den Beschuss der Verräterflotte wieder aufgenommen haben. So ist jedes Schiff, was sich nun im Orbit von Terra befindet, nur eins, nämlich ein Ziel. Aber die Whitescars sind nicht in der Lage, das Schiff des Erstgefundenen zu treffen. Und so schmiedet der Imperator einen verzweifelten Plan. Er bildet eine Angriffsspitze. Aus Rogaldorn und seinen Huskals, Konstantin Valdor und seinen besten Kustodes sowie den Gefährten und ihm selbst und aus Sanguinius, dem Primarchen der 9. Legion der Blood Angels und seiner Garde, um dem Erzverräter ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Die Teleportation ist erfolgreich. Das Teleportationsziel ist die Geist der Rachsucht. Man nennt dieses Unternehmen genauso wie das Ziel einer Basis. Aber nun ist es so, dass die Whitescars sehr wohl in der Lage sind, den Geist zu treffen, jedoch glitt jeder Schuss durch sie hindurch, denn die Geist der Rachsucht ist inzwischen mehr als nur ein Schiff, sie ist ein Fokuspunkt für sämtliche immateriellen Kräfte im Sol-System. Und dort passiert es. Jeder der Angriffstruppen erlebt seine eigenen kleinen Horrorabenteuer, könnte man sagen, und die sollen hier nicht Thema sein. Es geht nun um den Angriffstrupp des Imperators. Er landet auf Deck 8, der Geist der Rachsucht. Der achte Hangar, könnte man sagen. Aber die Geist besitzt nur 6. Und dort fallen die Gefährten des Imperators auf die Knie. Sie bluten aus ihren Augen, denn Horus und die Chaosgötter richten ihren Blick auf sie. Horus ist nur noch ein Fokus für ihre Kräfte und alle 4 wirken durch ihn auf die Kustodes. Oder wirkt er durch sie? Das ist die Frage. Die Kustodes sinken auf die Knie, weinen Blut. Zumindest einige von ihnen. Andere greifen ihre Wächterspeere, ihre Kastellanäxte, ihre Waffen und greifen den Herrn der Menschheit an. Der Herr der Menschheit muss sterben. Das geht ihnen durch den Kopf. Und wer wäre dafür besser geeignet, als die, die er geschaffen hat, ihn zu schützen? Wer wäre nah genug? Wer wäre in der Lage zu verstehen, was er für ein Monster ist? Und so kommt es zum Kampf zwischen dem Herrn der Menschheit und den Kustodes.
und die Custodes setzen dem Herrn der Menschheit zu. Nicht, weil sie so viel mächtiger sind als er. Nein, sondern weil sie das sind, was Freunden und Gefährten wohl am nächsten kommt. Der Imperator der Menschheit ist schlichtweg überrascht und es gelingt den Custodes sogar, ihn leicht zu verletzen. Dann jedoch nutzt er seine psionische Kraft, zwingt die überlebenden Custodes, die er noch nicht mit seinem brennenden Schwert gefällt hat, auf die Knie und brennt die Verderbnis aus ihnen heraus. Danach macht sich der Imperator der Menschheit zusammen mit seinen letzten Gefährten auf dem Weg zur Brücke der Geister Rachsucht. Aber wie konnte das alles jetzt geschehen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Nun müsst ihr wissen, der Imperator der Menschheit ist ein furchterregender Gegner. Er ist wahrscheinlich das mächtigste Wesen im Materium. Aber der Imperator mit der Menschheit, zusammen mit einer kompletten Gefährtenschar der Custodes, ist selbst für den Erzverräter Horus Lupercal nicht aufzuhalten. Also wendete er sich gegen die Custodes. Er wusste, er ist nicht in der Lage, den Imperator psychisch oder auf eine andere Weise zu brechen. Der Imperator wird auf die Geist kommen. Der Imperator wird zur Brücke gehen. Aber wird er das alleine tun? Nein, die Custodes würden ihn natürlich begleiten. Aber wie gelang es Horus nun, sie zu brechen? Eine Antwort hierfür liefert uns nun eine Stelle aus Das Ende und der Tod von Den Abnett, wo natürlich auch diese Geschichte herstammt. Genau genommen auf der Seite 354 steht geschrieben: Du hast uns die Schärfe genommen, indem du unseren Geist in Ablenkung, Verwirrung, Nachdenklichkeit und wandernde Gedanken gehüllt hast. Du hast es mit einer solchen Präzision getan, dass wir uns selbst vergaßen. Du hast es mit einer so verstohlenen Gedankenbeherrschung getan, dass selbst unser Herr dein Wirken nicht spürte. Und dann hast du die reinen Seelen der Custodes verdorben. Jeder von uns wurde auf molekularer Ebene sorgfältig umstrukturiert, um dem Verderbnis des Chaos zu widerstehen. Aber du hast uns die Charakterstärke genommen und unseren Geist gebrochen. Du hast das Unzerbrechliche gebrochen. Nun, was können wir aus dieser Stelle schließen? Ist es einfach so, dass der Erzverräter die Custodes gebrochen hat und sie dann korrumpiert hat? Nein. Keiner der Custodes mutiert. Keiner der Custodes schließt sich dem Chaos an. Keiner der Custodes fällt ans Chaos. Es sind nun mal keine Chaos-Custodes. Horus Lupercal ist etwas Besonderes. Genauso wie es die Primarchen sind, die ans Chaos fallen. Aber tatsächlich ist selbst unter ihnen Horus Lupercal noch eine Stufe höher. Wie weit, können wir noch nicht sagen. Aber er besitzt etwas, zumindest ist es meine Meinung, was die anderen nicht mehr haben. Und das ist eine Art Menschlichkeit, beziehungsweise auch noch ein Verständnis dafür. Und vorher, das Ende und der Tod, wo Sanguinius fragt, warum müssen wir leiden? Und der Imperator antwortet, wir müssen leiden, weil wir menschlich sind. Bietet das die gleiche Antwort auf die Frage, warum die Custodes hier ihren Herrn angreifen. Es ist schlichtweg so, dass Horus sich ihre Charaktereigenschaften, ihre Charakterstärken wie Schwächen zunutze macht. Er appelliert auf eine gewisse pervertierte Weise an ihre Menschlichkeit, an das, was sie noch haben. Custodes sind unmenschlich, natürlich. Aber sie sind auf eine Weise gegen das Chaos geschützt, wie Space Marines es nie sein könnten. Es ist praktisch unmöglich, sie zu korrumpieren. Es ist nicht möglich. Aber man kann ihre Gedanken verdrehen. Man kann sie verwirren. Und man kann sie dazu bringen, einen falschen Schluss, nicht aufgrund ihres Geistes, aber aufgrund ihrer Emotionen zu treffen. Denn das ist es, was hier handelt. Emotion. Der Custodes, der gegen den Imperator kämpft, versteht, was er tut, deswegen weinen sie Blut. Aber ihre Körper können nicht widerstehen. Horus nutzt ihre Menschlichkeit gegen sie. Er wäre niemals in der Lage, die Custodes ohne Gefühle zu korrumpieren. Er nutzt ihre Liebe zum Imperator und verdreht sie. Er nutzt ihre Treue zum Imperator und verdreht sie in Verrat. Aber er ist trotz alledem nicht in der Lage, den Geist des Custodes zu brechen. Und somit landen wir hier bei einem Paradox. Ja, der Custodes greift den Imperator an. Aber er weiß zeitgleich, was er tut. Das bricht den Geist des Custodes am Ende. Er ist eben nicht vom Chaos korrumpiert. Er gibt nicht alle Verantwortung ab. Der Custodes wird von allen vier Chaosgöttern durch den Fokuspunkt Horus Lupercal bestürmt. Und selbst sie schaffen es hier, nicht ihn zu korrumpieren, sondern einfach nur seine Weltsicht und seine Logik umzudrehen. Und aus diesem einfachen Grundsatz, der den Custodes einprogrammiert ist, nämlich, der Imperator muss beschützt werden, der Imperator muss sterben zu machen. Und womit verbleiben wir damit jetzt? Sind die Custodes dadurch weniger wert? Sind sie vielleicht sogar ungeeignete Leibwächter? Auf keinen Fall.
Die Custodes sind die wohl besten subhumanen Wächter der Galaxis. Jeder von ihnen ist ein Kunstwerk aus Archäotechnologie, Esoterik und Warp-Magie. Jeder von ihnen ist perfekt, aber sie sind eben nicht unbrechbar. Das ist kein Lebewesen in der Galaxis, selbst der Imperator kann fallen. Denn im Kern sind Primarchen und Custodes und auch Space Marines natürlich. Etwas, was die Dämonenprimarchen mit Ausnahme vielleicht von Horus Lupercal nicht mehr sind. Nämlich menschlich. Und diese Menschlichkeit wenden die Chaosgötter hier gegen den Imperator. Aber ihr seht, welche Macht sie aufbringen müssen. Sie brauchen einen Fokuspunkt im Realraum, der nicht einem, nicht zwei, nein, sondern allen Chaosgöttern dient. Horus war nötig. Und die Macht aller vier Chaosgötter, um einen verhältnismäßig kleinen Trupp Custodes zeitweise zu drehen. Aber selbst das ist der Macht des Imperators nicht gewachsen. Malkator sagt, dass der Imperator das Feuer, was er vor all der Zeit von den Chaosgöttern gestohlen hat, gegen sie verwendet. Die Macht umgibt die Geister Rachsucht und sie umgibt den Imperator. Er befindet sich praktisch in einem Ozean, den er komplett nutzen kann. Und sobald er sich gefangen hat, brennt er die Verderbnis aus dem Geist der Custodes. Es ist nicht so, dass es danach wieder einfacher wird für die Truppe. Sie werden von Illusionen heimgesucht, versinken im Boden und müssen gegen sich selbst kämpfen. Aber sie werden nicht noch einmal versuchen, den Imperator anzugreifen. Denn im Herzen sind sie das, seine Leibwächter und seine Gefährten. Und sie sind nicht korrumpiert. In dem Sinne, Leute, sage ich die altbekannten Worte. Wünsche euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und Hydra, Dominatus.